zeige euch heute meine Wohnung, diesmal sogar mit Kameramann hinter der Kamera. Also quasi High-Quality-Content, gern geschehen. Genau, ich würde sagen, let's go! Alrighty, dann gehen wir zuerst in mein Keller/Fitnessstudio, das ich gerade gebaut habe. Ich will nicht angeben, aber... Let's go! Okay, welcome in meinem bescheidenen Home-Gym. Wow! Hier kann man coole Home-Gym Exercises machen. Wie zum Beispiel Klimmzüge, die ich nicht kann. Außerdem kann man cool, hier ist ein Spiegel. Mhm. Wow. Ich habe auch viele Gewichte hier. Das liegt daran, dass ich halt sehr stark bin. Und nicht daran, dass ich das in einem Kombi-Deal gekauft habe und die Gewichte dabei waren. Ich nutze die manchmal. Jedenfalls, okay, was ich hier sage, komm herein. Hier, den Boden. Man beachte den Boden, habe ich selber verlegt. Wow, habe ich den schön verlegt. Dann beachte mal diesen Spiegel, ja? Das ist ein Meisterwerk von mir gewesen. Denn nicht nur ist dies ein prächtiger Spiegel. Nein, dieser Spiegel ist auch sehr schwer. Und ich habe den über eBay Kleinanzeigen geschossen für, keine Ahnung, 30 Mäuse oder so. Schnäppchenjäger. Ich bin Schnäppchenjäger. Schön, dass du es gemerkt hast. Jedenfalls habe ich den dann selber nach Hause getragen. Es war auch eisig. Und es war übelst rutschig. Und es war eine Pain. Das war nicht worth it. Moving on. Wir gehen jetzt hoch in meine richtige Wohnung. Let's go. Let's go. Alrighty, dann haben wir hier eine wunderhübsche Weihnachtsdeko. Aber kommt heran. Ja, hier mein Flur. Mit klassischen Flursachen wie einem Kalender, einem wunderbaren Abstellschrank, der gar nicht kaputt ist. Garderoben mit auch Stuff. Und das ist ein Flur. Aber es ist ein Flur. Es ist, in fact, es handelt sich hierbei um einen Flur. Alright, dies hier ist mein Wohnzimmer. Komm mal rein. Bin ich actually proud of. Denn wir haben nicht nur einen neuen Tisch. Ja. Einen neuen Tisch? Einen neuen Tisch. Den habe ich aber selber gemacht. Der ist voll schwierig gewesen. Weil die Platte, ich bin nicht so stark, weil ich habe das Fitnessstudio eher wenig genutzt. Aber die Platte selber wiegt 50 Kilo und ist recht viel für mich. Von daher ist es ein bisschen belastend gewesen. Aber das ist kein Problem, weil jetzt steht er ja. Und wir haben hier Stühle für diesen Wohnzimmertisch. Außerdem eine Lampe. Mhm. Die ist auch neu, die hat mein Papa mir geschenkt. Und mein besten Freund, mein Klimagerät. Es sieht jetzt vielleicht ästhetisch nicht so ansprechend aus, auch mit einem Schlauch hier raus aus dem Fenster. Werden jetzt vielleicht viele sagen, boah, ist ja voll hässlich, aber... Das hätte keiner gemerkt, hättest du nicht aufgepoint. Aber man muss bedenken, ich habe hier keine Rollos. Und es ist sehr warm im Sommer, so 40 Grad. Deswegen ist er hier mein Boy. Wir haben hier weiterhin eine Katze. Eine Katze, Joby. Wo ich auch sehr stolz drauf bin. Oder war, jetzt nicht mehr bin. Mein Sofa, ja. Ich habe ja schon Probleme gehabt, weil meine Katzen das Sofa zerkratzt haben. Aber weil ich ja auch ein Heimwerker bin, sowas, ne? Habe ich das selber neu getackert, habe so Kunstleder gekauft und habe die haben das legit wieder. Guck das mal an! Das ist vor allem das frisch getackerte. Das sieht man daran, das ist auch hier. Da seht ihr das. Das ist neues Leder. Frisch getackert. Bin ich upset drüber. Aber was ich mir gekauft habe, was fancy ist, ist er hier. Und zwar, das ist eine Karaoke-Maschine. Da bin ich sehr zufrieden mit. Meine Nachbarn sind vielleicht nicht so zufrieden mit. Hier standen vorher Pflanzen, die waren so ein bisschen kaputt. Aber deswegen habe ich jetzt die kaputten, die Fake-Pflanzen da drüben. Wow. Hier habe ich Blumen. Und ein Playbacken. Und ein Regal, was mein Bruder reingeschraubt hat und was immer noch hält. Obwohl es leicht schief ist. Okay, dann haben wir hier ein Badezimmer. Was circa 2 bis 4 Quadratmeter hoch ist, groß ist, also ein ganz cooles Feature ist. Und zwar nennt sich das verrostete Badearmaturen. Und zwar, wenn man das rausziehen will, passiert manchmal das und dann fällt das hier einfach raus. Das ist echt cool. Also hat sich der jetzt noch nicht so drum gekümmert. Wir haben unseren Freund und Helfer und Kameraden. Die Küche, ich mag meine Küche. Wir haben hier in der Küche, haben wir hier Pflanzen, die waren vorher im Wohnzimmer. Aber die geben der Küche einen lebhaften Touch. Einen lebhaften Touch. Mal reinzoomen, wie lebhaft die Pflanze ist. Nee, ich möchte nicht reinzoomen, wie lebhaft die Pflanze ist. Es ist wunderschön hier, denn ich habe hier Arbeitsfläche und ich habe hier Arbeitsfläche und hier und hier und hier und hier und hier. Meine Katze tut so, als ob sie isst, aber die Näpfe sind leer, in fact. Und dann gehen wir jetzt ins Schlafzimmer. Alright, das hier ist mein wunderbares Schlafzimmer. Das ist wahrscheinlich der einzige Ort, den ihr kennt, weil der im Video-Hintergrund immer ist. Hier ist mein PC, hier sind meine halt Softboxen, Licht. Hier sitze ich oft zum Aufnehmen. Tatsächlich haben meine Katzen den Stuhl etwas zerschandelt. Das ist traurig.
Dieser prächtige Tisch ist vom Ikea, habe ich selber gebaut. Das denken wahrscheinlich viele von euch, ich bin Heimwerker oder sowas in der Richtung. Tatsächlich ist es wahr. Ich habe die Tische, guck, ich habe die zusammengebaut für diese, es gibt diese 3,50 Euro Tischbeine vom Ikea, ja. Ich habe mir gedacht, boah, das ist ein Bang for your buck. Die Tischplatten, die kosten 20 Euro oder sowas, ja. Puh. Auch ein Schnäppchenjäger, wie wir ja wissen. Die haben gewackelt wie Mist, deswegen habe ich mir auf der Seite, um es zu stabilisieren, diesen Ikea-Schrank gekauft. Das Problem ist, dass der nicht ganz aufliegt. Also irgendwie sind die durchgedrückt in der Mitte, deswegen geht es auf der Seite hoch. Ist gar nicht so gut. Dafür bin ich sehr stolz auf mein Farbschema, weil meine ganze Wohnung ist schwarz oder weiß oder grau. Wir sehen das hier am Beispiel des Bettes, was hier Elemente von weiß und grau hat. Und mein Schreibtisch-Setup, was Elemente von schwarz weiß und grau. Auch weiß hat. Nee, grau auch nicht. Eigentlich nur schwarz und weiß. Wow! Hör mal auszulachen, mein Freund der Sonne. Auch weiterhin natürlich mit dem Glasschrank. Wow, weiß und grau und Glas. Meine hier mir sagen Kabelbinder-Dingsies, die ich gemacht habe, damit die Kabel nicht rumhängen. Ebenfalls weiß. Habe ich auch im Wohnzimmer, würde ich ja nicht angeben, aber. Ein kleiner Heimwerker. Ich bin auch Jens, schön, dass du siehst. ja, aber das war's jetzt hier. Oh, ich kann euch meinen Balkon zeigen. Ich habe noch einen Balkon. Komm mit mir. Ich muss sagen, mein Wohnzimmer ist mein Lieblingszimmer, weil ich mag den Tisch. Ich bin sehr stolz auf den Tisch. Ich habe den gerade erst gekauft und gebaut und er ist wunderschön. Und auch aus Holz. Es ist zwar Glas, ist jetzt nicht mehr unbedingt im Farbschema drin, weil es braun ist. Aber ich habe gedacht, das ist okay. Aber wir haben hier noch einen prächtigen Balkon mit einem wunderbaren Ausblick auf diverse Baustellen. Und hier haben wir einen Tisch und einen Grill. Grillen ist laut Mietautoren verboten, aber ich mache das trotzdem mal so und ja, hier ist ein Johannisbeerbaum, der wahrscheinlich, ich habe den schon seit 2 Jahren. Fangen wir drauf? Ja, kannst du mal drauf zeigen, ruhig, aber der hat keine Früchte. Prachtexemplar. Es ist tatsächlich ein Prachtexemplar, als ich den gekriegt habe, ne, das war so ein Stock war das. Der ist so groß und keine Blüten. Immer noch keine Blüten. Alrighty, das war's dann aber mit dieser Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, ansonsten nicht. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!